Hallo und herzlich willkommen bei Krehend, kreatives Handgemacht. Ich bin Carola und begrüße euch zu einer neuen Folge in meiner kreativen Welt. Ordnung im Bastelzimmer. Das ist ein Thema der neuen Serie Mini-Tipps, was ich in Zukunft öfter an euch weitergeben möchte. Heute fangen wir an mit dem Embossing-Pulver. Wie bewahre ich am besten mein Embossing-Pulver auf oder wie mache ich es gerne und wie wendet man das an? Als Bastler hat man es ja nicht unbedingt leicht, Ordnung zu halten in seinem Bastelzimmer. Am Anfang geht das noch und man macht sich noch nicht so Gedanken drüber, denkt, ach, so schlimm kann es gar nicht sein. Aber man merkt ganz schnell, man stößt ständig an seine Grenzen und man sieht es dann auch in Videos bei Bastlern, die schon lange am Werk sind, wie viele Utensilien die alle haben und was für riesige Bastelzimmer, wie viele Schränke und alles ist voll. Das kann man sich einfach am Anfang gar nicht vorstellen. Aber mit der Zeit kommt man dahinter. Geht schneller, als einem lieb ist. Und deswegen ist es auch wichtig, von Anfang an gleich ein bestimmtes System reinzubekommen, jeder für sich, wie er es gut empfindet, damit man schnell arbeiten kann, damit es Spaß macht zu arbeiten, damit man einen freien Basteltisch hat. Wenn ich embossen möchte, habe ich immer meine Sachen gern beieinander, damit ich nicht lange suchen muss. Ich habe meine Pulver, ich habe jetzt nicht allzu viele, in einer Box für Holzstempel. Die gibt es auch bei Stampin' Up. Im Hauptkatalog sind die drinnen. Es gibt ja die Boxen für die kleineren Stempel, die sind etwas dünner. Und die Box für Holzstempel ist etwas dicker. Und von der Höhe her passen da genau die Embossing-Pulver rein. Zusätzlich habe ich hier drinnen noch mein Embossing-Body, wo man das Papier einstreicht, ist so Puder drinnen, damit das nicht überall glitzert auf dem Papier dann. Denn gerne vergesse ich diesen Arbeitsschritt mit dem Body. Wenn ich den aber hier drinnen habe, habe ich ihn vor mir und denke meistens dran. Dann habe ich so kleine Löffel, das waren mal so Löffel für Pulver, für Medikamente oder Nahrungsergänzung. Das sind überall so kleine Löffelchen drinnen. Die hebt ihr einfach auf, wascht sie aus und dann könnt ihr die wunderbar für diese Pulver benutzen. Die sind ein bisschen kleiner als Teelöffel von der Menge her und das reicht eigentlich auch. Schön handlich, nehme nicht so viel Platz weg. Zusätzlich habe ich kleine Pinsel drinnen. Da kann ich überschüssiges Embossingpulver vom Papier entfernen, einfach so drüber oder wenn es mal so ganz feine Stellen sind, dann mit einem feinen Pinsel das wieder wegmachen, dass das nicht an der falschen Stelle dran ist. Und dann habe ich als zweites Wichtiges noch so eine Malerbox. Hier habe ich drinnen mein Versamark, unersetzlich, wenn man heiß embossen möchte. Und ja, so eine Farbpalette. Das kennt ihr bestimmt alle, ihr habt schon mal zu Hause geweißelt und da kann man die Farbe reinfüllen. Das ist jetzt eine sehr kleine, ja, handbreit und ein bisschen länger. Gibt es eigentlich bei jedem Baumarkt oder mal in Supermärkten im Angebot, kosten ein paar Cent. Ist aber sehr, sehr praktisch, weil man hier direkt das Embossingpulver so reinstellen kann. Und dann hält man das Produkt, was man embossen möchte, hier drüber und kippt es dann so, dass das meiste schon wieder in die Schale zurückfällt und der Rest hier rein und das kann man dann auskippen und hier wieder umfüllen. Ich zeige euch das jetzt mal am praktischen Beispiel.
So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich meine Embossingpulver aufbewahre. Und diese Box, die könnt ihr natürlich in jedes Regal stellen, genauso wie die Stempelkissen auch. Aber ihr könnt das auch zusammen mit dieser Schale so hinstellen oder so hochkant. Ich habe es nebeneinander in einer Schubladenbox, in einer Schublade drin, da passt das genau rein, auch von der Höhe her. Wenn man natürlich viele Embossingpulver hat und es werden mehrere solche Schachteln, dann geht diese Variante nicht mehr, dann ist sicherlich das Regal die bessere Variante. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Nutzen draus ziehen. Ich hatte euch ja schon mal ein Video vorgestellt, da, wie ihr eure Stempelkissen auf einfache Art und Weise übersichtlich aufbewahren könnt und mit wenigen Mitteln diese Aufbewahrung auch selber basteln könnt. Also dann, bis bald wieder. Schöne Zeit euch. Ciao.